Um 50 Shades of Grey wirklich beurteilen zu können, hat Charlie das ein oder andere am eigenen Leib ausprobiert. Die Folgen davon sieht man jetzt. Herzlich willkommen beim Groovy Movie Club. Hallo Welt, hallo YouTube, herzlich willkommen zum Groovy Movie Club, Folge Nummer 12 mit eurem Charlie. Und Co. Ja, und heute hat Charlie was ganz Besonderes für euch mitgebracht. Er ist immer noch ganz gezeichnet, denn total. Charlie redet heute über 50 Shades of Grey, bitch. Yeah. Ja, ich habe mit meiner weiblichen Seite kommuniziert und wir haben darüber gesprochen und ich habe mir auch die ein oder andere Ohrfeige von ihr eingefangen, aber... mehr erfahrt ihr dann gleich. Und für den K.O. habe ich einen Film, über den ich mich fast bepisst habe vor Lachen, und zwar The Interview. The Interview war in den Medien natürlich ganz groß vertreten, dass Nordkorea gedroht hat mit Cyberangriffen. Ich glaube, ja. Die haben tatsächlich auch Sony angegriffen, ja, Hackerattacke. Aber letzten Endes ist er doch veröffentlicht worden und... zu Recht. Ich werde mir jetzt ein bisschen Pipi-Aa-Humor reintun und dann melden wir uns. Ich auch. Und dann tun wir uns gleich wieder melden tun. Übrigens hätte ich da noch eine Sache. Ja. Heute ist der 30.07. Der internationale Tag der Freundschaft. Ja, yes. Stimmt. Okay. Bis gleich. Starke Hero Turtles, jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Ach. So, Charlie, kannst den Knacklappen wegpacken jetzt. Oh, Striemen! Internationale Sorität. Freundschaft! Hast du voll nicht geschaltet? Nee. Ich sollte... Ja, ich muss die Eindrücke, die ich jetzt bekommen habe, noch ein bisschen verarbeiten. Deswegen lasse ich Charlie anfangen mit seiner Interpretation, hätte ich fast gesagt, mit seiner Meinung zu 50 Shades of Grey. Viel Spaß, ich gehe mal eben weg. Alles klar. Okay. Ah, ciao. Ciao. So, 50 Shades of Grey. Ja, Riesenhype um die Romane, gigantischer Hype um den Film. Und ich muss sagen, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Es war jetzt nicht der totale überhaupt, aber es war okay. So, zur Story kurz. Die Studentin Anna lernt während eines Interviews für eine Studentenzeitschrift den millionenschweren Geschäftsmann Christian Grey kennen und verguckt sich so ein bisschen in ihn, er findet sie auch nicht, unscharf, und im Grunde entwickelt sich dann daraus eine, meiner Meinung nach, 0815 Love Story. Ja, mehr ist es eigentlich auch nicht. Es ist eine 0815 Hollywood Love Story mit ein bisschen SM und Bondage. Also, wie gesagt, Riesenhype. Ich habe die Bücher nicht gelesen, werde es auch nicht tun. Allerdings, ich kann diesen Hype nicht wirklich nachvollziehen, weil, wie gesagt, die Liebesgeschichte zwischen den beiden ist jetzt absolut nichts Neues. Hat man schon zigmal in irgendwelchen anderen Filmen gesehen. Der Peitschen- und Knebelteil, okay. Aber meiner Meinung nach nichts, was großartig irgendwie jetzt reißerisch oder skandalös wäre. Also im Grunde genommen nichts anderes, was meiner Meinung nach in 75% aller deutschen Schlafzimmer sowieso zwischendurch mal abgeht. Ja? Und insofern, gut, es war eine schöne Liebesgeschichte und... es war auch nicht schlecht gespielt. Dakota Johnson, die Hauptdarstellerin, übrigens interessant, die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson, ich fand sie sehr viel besser als ihn. Und ja, also
Fazit, 7 Punkte von 10. Und ja, ich gucke mir den zweiten Teil nicht an. Gut, dann würde ich sagen, schnipse ich jetzt den Kai herbei. Ja, du hast es geschafft. Ja. War schlimm? Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Okay, ich dachte, ich gebe dir so richtig einen mit damit. Nee, ich habe hab eigentlich ein bisschen mehr erwartet von wegen Yippie. Ah, okay. Aber naja. Naja, ich erzähle jetzt auch ein bisschen über Yippie und zwar und über die Interview. Und über außerdem zugleich noch über die Interview. Hinten und von vorne. In dem Sinne, mach dich weg. Ja, liebe Freunde, endlich sind wir unter uns. Und ich spreche jetzt mit euch über den Film The Interview mit Seth Rogen und James Franco. Dieser Film hat im Vorfeld sehr viel Medienhype produziert, aufgrund seines Themas, Kritik an dem nordkoreanischen Präsidenten, Diktator. Es gab Hackerangriffe, es gab Atomraketendrohungen, weiß der Geier was. Jedenfalls wurde dieser Film nun veröffentlicht. Und ganz ehrlich, ich fasse mal kurz die Story zusammen, bevor ich zu meinem Fazit komme. Ein reißerischer US-Journalist, Late-Night-Talker, der normalerweise so richtige Dreckwäsche wäscht, wer mit wem und überhaupt, bekommt das Angebot, den amtierenden nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un zu interviewen. Voraussetzung, er muss nach Nordkorea reisen. Also nimmt er sich seinen besten Redakteur mit, gespielt von Seth Rogen, die fliegen rüber nach Nordkorea und da nimmt das Ganze seinen Lauf. So, was ich bei dem Film Das ist das Ende noch ganz gut fand, funktioniert hier überhaupt nicht. Also der Film ist von vorne bis hinten gespickt mit PPAA-Humor. Kann man lustig finden, wenn man 15 ist oder schwer alkoholisiert oder andere Drogen nimmt. Oder ansonsten auch keinen allzu gesunden Geisteszustand wie mein Partner hat. Dieser Film hätte so viele Möglichkeiten geboten, vielleicht auch mal etwas harschere oder auch subtilere oder wie auch immer politische Satire darzustellen, verliert sich aber in total platten Jokes. James Franco ist in diesem Film unausstehlich. Das ist ein maßloser, dummer, dummschwätzender, drogenkonsumierender, dekadenter Vollpfosten. Seth Rogen hat definitiv die besseren Momente in diesem Film. Aber gut, das Konzept des trotteligen, aber trotzdem kumpelig liebhaften Sidekick, so wie ich das bin, hat man auch schon oft genug gesehen. Die Jokes waren in meinen Augen nicht wirklich was Neues. Eine Komödie soll mich in erster Linie zum Lachen bringen. Ich habe in diesem Film verdammt wenig gelacht. Ich hebe mal eben die positiven Seiten hervor. Zum einen der Schauspieler, der Kim Jong-un spielt, der macht das sehr, sehr gut. Und zum anderen der Soundtrack. Also die Songs sind sehr, sehr geil gewählt. Das hat mir schon richtig gut gefallen. Aber alles andere, ja, was soll ich sagen? Scary Movie 3 trifft Hangover 2, trifft PPAA-Humor aus der Sandkiste. Tut mir leid, für mich waren das nur 4 Punkte. Kann man sehen, muss man aber nicht. PS, die hohe IMDb-Wertung im Internet von 6,7 Punkten rührt daher, dass vor der Veröffentlichung des Filmes zahlreiche Internetboards wie Fortune und dergleichen aufgefordert haben, diesen Film mit 10 Punkten zu bewerten, um den Leuten in Nordkorea eins auszuwischen. Das haben auch total viele Vollpfosten gemacht, ohne den Film gesehen zu haben. Nachdem der Film veröffentlicht wurde, ging es mit dem Rating steil bergab. Und ganz ehrlich, ich kann verstehen, wieso. Also, wenn ihr irgendwie 2 Liter Bier auf habt, gerade mitten in der Pubertät steckt oder irgendwie 3 Typen durchgezogen habt, werdet ihr viel Spaß mit diesem Film haben. Ich hatte ihn nicht und deswegen von mir, The Interview, 4 Punkte. So, ja, ich wollte dir eins auswischen. Der Bumerang ging schwer nach hinten los dieses Mal. Ja, du hast mir gerade mächtig einen mitgetan. Also, ich habe 3 Tüten auf, 2 Liter Bier und stecke mitten in der Pubertät. Ich fand den Film einfach geil. Deswegen die Kopfschmerzen heute. Ja, wahrscheinlich. Wahnsinnig Kopfschmerzen heute. Ja. Ja, zu viel masturbiert, ne? Und Alkohol und Drogen und sowas. Ja, und dann noch dieser Film. Ich hab's kommen sehen. Mit wie viel hättest du die Interview bewertet? 7. 7 Punkte. 7 Punkte. Hör nicht auf ihn. Doch. Okay, das war's für diese Folge. Ja. Wir melden uns hoffentlich, sage ich ja jedes Mal, zeitnah wieder. Findet uns bitte auf Facebook www.facebook.com/dergroovymovieclub.
oder auch auf Twitter. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich auch abonnieren. Oder ihr schreibt uns eine Mail, groovymovieclub@web.de. Dann bis zum nächsten Mal und drückt eure Freunde. Ciao. Tschüss.